Kommen wir nun zu den Nachrichten. Rechtsanwalt Ralf Ludwig zur Verhaftung von Michael Ballweg. Das ist ein politisches Verfahren. Corona-Fakten. Thema Impf-Aids ist jetzt auch in den Systemmedien angekommen. Und die Transhumanisten wollen gentechnisch veränderte Menschen züchten. Was? Das ist ja furchtbar. Also das mit Michael Ballweg, der Gründer von Querdenken, der Oberboss der Schwurbler, sitzt in U-Haft. Der ist ein Star in der Szene. Michael! Wo sind die Hände? Michael! Alles Gute! Die Vorwürfe gegen Michael, Betrug und Geldwäsche. Da geht es um mehr als 1 Million Euro. Aber weil er so beliebt ist im Schwurbeland, halten viele zu ihm. Björn Banane hat sofort ein Lied geschrieben. Und nur weil du die Wahrheit sagst, steht Bull vor deiner Tür. Drum singe ich so laut ich kann und spiel für dich Klavier. Wir sind in Gedanken nur bei dir. Genau. Wie bescheuert der ganze Kriminalfall um den Querdenken-Chef ist und wie die Schwurbler-Bewegung nach seiner Verhaftung ausrastet. Du bist nicht allein. Nein, nein. Burn, Motherfucker. Burn. Gefängnis. Der letzte bezahlbare Wohnraum in München. Da sitzt jetzt Oberquerdenker Michael Ballweg, also in Stuttgart. Er soll Spendengeld veruntreut haben. Die konkreten Vorwürfe? Betrug in Höhe von 640.000 Euro und Geldwäsche in Höhe von 430.000 Euro. Ballweg hat gerade erst vor ein paar Monaten um das Geld seiner Fans gebettelt. Meine finanziellen Mittel sind im Moment erschöpft und ich habe ja immer nur aufgerufen, dass ihr die Demos unterstützt. Heute brauche ich mal eure Hilfe und bitte um eure finanzielle Unterstützung. Tja, und jetzt Hausdurchsuchung und Festnahme. Laut Polizei bestand Fluchtgefahr. Angeblich wollte Ballweg mit seinem Vermögen ins Ausland fliehen. Nun sitzt er eben in Untersuchungshaft. Kumpel Björn Banane steht Ballweg im Geiste zur Seite. Dieser Mann ist jetzt seit Mittwoch in Untersuchungshaft. Hat, wenn er nicht die Unterwäsche vom Gefängnis akzeptiert, immer noch denselben Schlüpfer an. Und den hat er ja schon 3 Wochen angehabt. Ballwegs Verhältnis zu Geld war immer wieder speziell. Er hat auch mal erzählt, wie er das mit den Steuern so regelt. Ich werde auch meine versuchen jetzt, ich habe jetzt ein paar Steuerexperten an der Hand, einfach mal mit Begründung auf Artikel 20 im Grundgesetz, keine Steuern mehr zu zahlen. Mal gucken, wie die Gerichte reagieren. Ja, lustig, aber wie ernst ist das jetzt für Ballweg? Deshalb haben wir jemanden gesucht, der sich sowohl mit Wirtschaftsrecht auskennt, als auch mit Schwurbelei im Internet. Und wie praktisch, da gibt's sogar einen. Chan Jo-Jun ist Anwalt, kennt Ballwegs Fall gut und erklärt uns, sollte Ballweg verurteilt werden, schaut es schlecht aus. Im Strafrecht gibt es immer so die Millionengrenze und es gibt die 2-Jahres-Grenze. Wenn man mehr als 1 Million Schaden produziert, dann ist man auch ohne Vorstrafe meistens in der Klasse 2 Jahre aufwärts. Und das ist die Grenze, die nicht mehr zur Bewährung ausgesetzt werden kann. Jun hatte schon öfter mit Ballweg zu tun, auch vor Gericht. Und da hat ihm Ballweg mal erzählt, eigentlich will er raus aus der Schwurbelwelt. Er hatte im letzten Jahr das Bedürfnis, vielleicht auch wieder in eine bürgerliche Existenz zurückzukommen. Das hat nicht so besonders gut funktioniert. Egal wie ernsthaft Ballweg wirklich raus wollte, mit der Staatsanwaltschaft am Hals, da wird das nichts. Aber der große Ballweg schart längst die besten Leute um sich. 1 Dutzend Anwälte verteidigen Querdenken-Gründer Ballweg. Die anderen hatten leider keine Zeit. Einer dieser Anwälte ist Ralf Ludwig. Er vermutet hinter Ballwegs Festnahme ganz klar eine politische Motivation und zieht einen historischen Vergleich. Wenn man sich die Geschichte der RAF in Deutschland anguckt, auch dort wurde natürlich massiv versucht, diese Menschen zu kriminalisieren und diesen Menschen ihre Finanzierungsmöglichkeiten zu nehmen. Die Menschen wurden in den Untergrund getrieben, um sie dann später als Terroristen zu brandmarken. Ja, aber ich glaube, spätestens beim Leuteerschießen, da hatte der Rechtsstaat einen Punkt. Wir wollten Ballweg natürlich auch die Möglichkeit geben, zu den Vorwürfen was zu sagen. Auf unsere Anfrage an Anwalt Ludwig haben wir aber leider keine Antwort bekommen. Der Querdenken-Gründer ist also im Knast. Da haben wir euch gefragt, wer soll stattdessen jetzt Schwurbelboss werden? Anni schreibt, ich bin ganz klar für Jeremy Fragrance. Er hat eine Nase für alles, was gewaltig stinkt.
Die Nachricht von Ballwegs Verhaftung ist in der Szene eingeschlagen wie Fußpilz in der Freibaddusche. Einen Tag später gab es den ersten Protestsong von Björn Banane. Und dann kam auch noch dieser Knaller hier. Ja, ja, ganz schön soweit, aber mir persönlich gefällt dieses Lied ja besser. Für Philipp Alulis. Für Philipp Alulis. Bitte, 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 bitte. Abo für Philipp Alulis. Für Philipp Alulis. Lasst ein Abo da. Abo. Dann seid ihr bald tot. Die Solidarität mit Michael Ballweg ist bei den Schwurblern riesig. Ex-HNO-Arzt Bodo Schiffmann schickt einen Aufruf aus dem Exil in Tansania. Jetzt fehlen nur noch die Menschen, die dieses Lied auch zum Gefängnis bringen und dort laut abspielen. Ich fände es schön, weil wenn ich mir vorstelle in dieser Situation, ist es gut, wenn man weiß, dass die Menschen hinter einem stehen. Nelson Mandela hat's geholfen. Ja, halt, was? Hat er da gerade ernsthaft Michael Ballweg mit Nelson Mandela verglichen? Also setzen die da jetzt ihre eigenen kleinen Probleme mit den großen Ungerechtigkeiten der Geschichte gleich? Die Pizzen kommen 20 Minuten später. Oh nee. Ey, ich fühle mich wie Sophie Scholl. Oh, Entschuldigung, war das deiner? Willst du den wieder? Ja, nee, nee, ist klar. Ich hunger schon für euch. So wie Gandhi. Okay. Ja? Was? Ich soll in Linie fliegen. Business Class. Ich sag jetzt dasselbe wie damals Martin Luther King. Träum weiter. Schiffmanns Aufruf war aber erfolgreich. Vor Ballwegs Knast sah es gestern so aus. Protestierende. Nicht schlecht. Das sind ja mehr Leute, als er Anwälte hat. Und sie sind gekommen, um zu bleiben. Komm runter! Geiler Protest. Kaum kommt die Polizei, eine Sekunde später sind sie unten. Und wegen der Kontaktaufnahme, damit sie keine mehr machen, sollten sie lieber andere Musik spielen. Sowas zum Beispiel. Die Empörung ist groß. Schwurbelkollegin Eva Rosen hat noch mal einen anderen Vergleich parat. Sie postet, Michael Ballweg wurde inhaftiert, gezielte Einschüchterungsversuche der Justiz. Und dazu hat sie noch dieses lyrische Video gepostet. Wenn alle Kinderseelen geschunden sind und die Menschen weiter so tun, als wären sie blind, stehst du dann auf? Und wenn es vor deinen Augen passiert, dass man Menschen wieder deportiert, stehst du dann auf? Ach, halt die Fresse, können wir besser. Wenn ein Nagel auf dem Stuhl liegt, wenn es mit Durchfall dir nicht gut geht, stehst du dann auf? Hast du wieder mal verpennt und die Pizza im Ofen brennt, stehst du dann auf? Eines Tages, Baby, werden wir alt sein. Sag mir, wann stehst du auf? 7:30 Uhr, danke der Nachfrage. Lass uns das bitte nie wieder machen. Die Szene ist also in Aufruhr. Wobei nicht alle Schwurblerinnen und Schwurbler solidarisch sind mit dem Michael. Die ganz Harten sagen, Ballweg hätte das verhindern können. Reichsbürgerkönig Peter von Deutschland hat da einen Tipp. Man muss sich in rechtlichen Sachen sehr gut auskennen, damit einem das nicht passiert. Michael scheint sich nicht genug auszukennen, sonst hätte er die Strukturen des Königreichs genutzt und unsere königliche Reichsbank. Ja, und Peter muss es ja wissen, er saß schließlich selbst 2 Jahre und 6 Monate im Knast wegen seinen Bankgeschäften. Aber auch innerhalb der Corona-Leugner-Szene steht Ballweg schon länger in der Kritik. Und seine Gegner können sich ihre Kommentare nicht verkneifen. Der Österreicher Alexander Ehrlich zum Beispiel fängt jetzt an, Schmutzwäsche zu waschen. Ballweg hätte ihm nämlich mal für eine Demo in Wien abgesagt. Weil ich ihm das, was er von mir haben wollte, nicht anbieten konnte, mangels Budget, nämlich einen Transport im Privatflugzeug von Stuttgart nach Wien. Das hat er von mir verlangt, dafür, dass er tatsächlich in Wien auftritt. Das Privatflugzeug wäre übrigens von der Querdenk-Air gewesen.
Jetzt zeigt sich, wer bis zum Ende zu Ballweg hält. Andersherum kann sein Fall in der Szene aber auch schon für viel mehr Abrechnung sorgen. Was wir in diesen Tagen gerade beobachten, ist natürlich eine Abgrenzung. Die war schon vorher gegeben. Es gab schon vorher Leute, die mit Querdenken und den kommerziellen Stil nichts mehr zu tun haben wollten. Aber jetzt umso mehr gibt es natürlich die Leute, die sich auch überlegen, könnte ich jetzt selbst in die Verantwortung geraten? Sollte ich mich nicht rechtzeitig distanzieren? Und da ist gerade sehr viel Bewegung in der Bewegung. Ja, was meint ihr? Soll Michael Ballweg freigelassen werden? Oder habt ihr immer noch denselben Schlüpfer an? Oh, hallo, immer noch da? Na dann, hier schnell draufdrücken aufs Abo. Und hier ein weiteres Video von uns. Und hier von Mr. Bissen to go, das passiert, wenn Putin weg ist.